Hallo zu einem Let's View über Resident Evil. Ich habe hier 5 japanische Bücher, die ich mit euch anschauen möchte. Ich beherrsche Japanisch nicht, deswegen kann ich euch nur sagen, was ich sehe und das auch kommentieren. Ich habe hier für euch passend zu dem neuen Resident Evil 4 Remake Ankündigung, das Trailer sozusagen, habe ich rausgegriffen, Biohazard 4 Soundtrack Book und Visual Booklet. Das ist sozusagen ein großer Soundtrack mit einem großen Booklet oder wie auch immer man es nennen möchte. Das schaue ich euch gleich mit euch jetzt an. Hier ist jetzt das Biohazard 4 Soundtrack Book, Original Soundtrack und Visual Booklet. Also ein etwas größeres CD-Booklet. So, hier haben wir auch ein tolles Artwork mit, mitten in Action im Dorf, Leon und Ada. So hätten wir sie gerne mal zusammen kämpfen gesehen, oder? Seid ihr auch meiner Meinung? Ja, ein schöner Umschlag, was diese Artbooks oder diese Hardcover-Artbooks gerne haben. So, hier unter haben wir die Version des Covers in Schwarz-Weiß. So, wollen wir weiter blättern. Das ist sehr stabil. Deswegen werde ich jetzt das ein bisschen anders machen. So, blättern wir dann in die Mitte und dann blättern wir mal durch. So, hier haben wir das Logo. So, hier sind 2 Artworks oder Production Artworks und vom Dorf und von der Hütte am See. Und ich muss sagen, wenn man sich das jetzt anguckt und dann den Trailer gesehen hat vom neuen Resident Evil 4 Remake, dann scheint das, als haben sie diese Artworks wieder rausgegraben und die konnten sie fast 1:1 umsetzen. Das ist doch Wahnsinn. In diesem Style, das wieder dieses verfeinerte, das ist Wahnsinn, dass das jetzt möglich ist. Also ich bin ganz gespannt auf das Spiel. Ein paar Erklärungen zum Spiel. Hier ist das Wort Mercenaries auch gefallen. Mal sehen, ob es um den Game Mode geht, aber egal. So, dann haben wir hier Artworks, beziehungsweise hier haben wir schön 3 Leon Artworks. Ein bisschen schade ist, dass es ein bisschen eng gebunden ist. Ich möchte es auch nicht ganz aufdrücken, da es nicht kaputt gehen soll. Leon eben halt einmal ohne seine Lederjacke, seine coole, die er jetzt auch wieder hat, mit seiner Matilda-Waffe und einem Scharfschützengewehr, dem einfachen. So, und hier haben wir jetzt kurz, können wir sehen, die Tracktitel sind an der Seite aufgelistet. The Darkness Side nennt sich Disc 1 und dann haben wir hier End of Umbrella. Ein paar kleine Erklärungen dazu. Wahrscheinlich so, welche Szene oder welche Sache. Ein bisschen schade finde ich, dieser Hochglanz, dieser Schwarz, da bleiben so die Fingerabdrücke leicht kleben. Das macht es ein bisschen ärgerlich. Aber egal, ich zeige euch das jetzt mal weiter. So, dann haben wir hier auch noch weiter ein Artwork von mir. Und ihr seht, das ist das Problem. Ich kalte das fast auf und muss echt aufpassen, dass ich das nicht kaputt mache. Hier sehen wir den Kettensägentypen und Leon, und es ist natürlich ein bisschen schwer, Leon sieht ein bisschen seltsam aus, aber auch die Augen von dem Kettensägentypen, richtig gefährlich, richtig dem Kettensägen Ganado. Ja, hier haben wir ihn nochmal und auch die Bewohner, die verschiedenen, die wir im Dorf treffen, versuche ich so ein bisschen zu zeigen. Na, haben wir noch eine Seite zwischen. Also ihr seht so ein bisschen vorgeblättert. Louis und den Merchant. Louis kommt jetzt auch wieder vor, scheint auch die ähnliche Jacke zu haben. Und der Händler, der scheint wohl auch wieder vorzukommen. Denn wenn der Duke schon erwähnt, er kennt seinen guten Kumpel, also der Duke aus Resident Evil Village, dann wird der wahrscheinlich auch auftauchen. Und mal sehen, ob der einen Spruch auf den Duke bringt. Ja, hier mit El Gigante. Da kämpften wir ja gegen El Gigante oder mit Leon, und wer den Hund befreit hat, der wurde unterstützt kurz vom Hund. Und ich überlege, ob das nicht vielleicht sogar ausgebaut wird mal mit dem Hund. Wäre nicht schlecht, dass er vielleicht noch ein bisschen öfter vorkommen kann. Das war eine geile Idee. Vielleicht auch sollte es eine Hommage an das Spiel Hunting Ground sein, wo ja auch ein Hund eine wichtige Rolle spielt. Ja, hier haben wir den Vitoris Mendes, glaube ich, heißt er, wie es hier auch im Track heißt, der Vorsteher des Dorfes. Oder den Bürgermeister, kann sogar der Bürgermeister des Dorfes sein, der ja dann von dem Sektenkult-Typen Settler kontrolliert wurde. Aber auch richtig, richtig gefährlich, mies. War auch schon ein toller Kampf in der Scheune damals.
So, hier haben wir die Schlossgegner, die verschiedenen Charaktere. Auch wenn wir denen teilweise das erste Mal begegnen im Schloss, ein richtig geiles Musikthema gibt es da. Ich weiß gar nicht, wie der Track hieß, aber ich fand das nur genial, wenn sie so im Schloss sind, dieses Motiv, also einfach Wahnsinn. Hier haben wir auch noch die größeren Monster, der Stumme, der auf Gehör sich verlässt und mit den Klingen um sich schlägt, auch richtig brutal. Hier die Wachen von von Salazar, die ihn später, die ihn am Anfang beschützen, die uns in den Tunneln auflauern. Hier auch die Gegner, die dich unsichtbar machen konnten. Ja, und hier haben wir eine Ashley. Okay, ihr Charakter war ein bisschen in Frage gestellt. Einige fanden sie nervig, andere fanden sie ein bisschen überflüssig, aber andererseits, es muss ja auch sein, dass man, warum nicht so ein Charakter? Es ist ein bisschen schwierig, das Mädchen war verängstigt, wusste auch nicht so weit, war vielleicht ein bisschen verwöhnt. All das haben sie in den Charakter reingebracht und ich fand das gar nicht so schlecht. Und was soll sie anderes machen, außer Lian, mitlaufen? Anders kann man ja nicht. Man kann ja nicht eine Waffe in die Hand drücken und einfach sagen, jetzt kämpf dich selbst durch. Gut. Hier haben wir eins der Kostüme, was man freischalten kann, wo sie ein bisschen sexy betont wird. Auch nicht schlecht. So, weiter geht es. Nächste Seite. Ja, hier haben wir Salazar und seine Insekten. Diener, kann man ja so sagen. Da sind so ein paar Hintergrundbilder von Zwischensequenzen zu sehen hier aus dem Spiel. Und hier haben wir Artworks, das ist auch nicht schlecht. So ein bisschen. Hier haben wir nochmal ein Dorf, CG-Artwork. Hier von so einem Tunnel, vom Schloss mit der Brücke. Hier von Salazars Thron. Hier von der, so ein bisschen von dieser Militärstation so. Und hier, das sieht aus wie so eine Whisky-Distillerie. Da sind wir gar nicht vorbeigekommen. So ein bisschen, vielleicht nicht in der Art. Aber wir sind natürlich auch in so Kesselräumen vorgekommen. Aber das könnte mehr so eine Distillerie gewesen sein, die geplant war. So, weiter geht es. Dann kommt hier auch die zweite Disc, sehen wir, die Ether Aggressive Side. Hier haben wir die Regenerados in zwei verschiedener Form, mit den Stacheln und der ohne Stacheln. Der Regenerator. Ja, hier auch noch diesen U3, diesen Monster, den man in diesem kleinen hängenden Labyrinth bekämpfen musste. War auch nicht schlecht. Krauser in zwei seiner Formen, in der Kampfpose, in normalen und in der mutierten Form. Ein interessanter Charakter, und wer The Dark Side Chronicles gespielt hat, der weiß, dass man als ein ehemaliger Kamerad von Leon war. So, habe ich eine Seite übersehen. Hier haben wir nochmal Salazar, mit seiner mutierten Tentakelhand und seinem richtig geilen Stab. Das kommt jetzt auch wieder vor im neuen Spiel. Bin schon ganz gespannt, wie das so wird. Cooles Leon Artwork. Das Motiv wurde auch oft für die Covers benutzt von einigen, ich glaube sogar vom Spiel wurde es benutzt. Ja. Weiter geht's. Albert Wesker, Hank, die kamen ja im Mercenaries-Modus nur vor, den man spielen konnte. Oder man konnte sie freispielen, hier auch mit den speziellen Waffen. Ada Wong, es geht nichts über Ada Wong. Ja, Separate Ways, das Kostüm. Ansonsten ihr cooles Kleid. Ich hoffe, das kommt auch wieder im neuen Spiel zu tragen, denn damit sah sie einfach sexy aus. Klar, es ist nicht ganz logisch, damit rumzulaufen und es zu tragen in dem Spiel, aber wen kümmert es? Es sah geil aus. Hier auch noch weitere Ada-Bilder. Auch ein sehr geiles Motiv. Und hier finde ich nicht schlecht, wie Leon sozusagen hinterher herluschert. Ja, gar nicht so schlecht. So, hier haben wir auch nochmal 10 aus dem Spiel und ein Artwork von der Insel, von dieser Militärinsel. Hier auch ein schönes Artwork. Und dann haben wir jetzt nur noch mal den Friedhof. Ja, das soll es auch bei dem hier gewesen sein. Hier sehen wir dann die CDs. CD1 und CD2 des Soundtracks. Nochmal zur Erwähnung. Diese beiden Soundtrack-CDs sind auch in einer normalen Jewel Case-Version erschienen. Das ist jetzt eine Sonderedition. So, und dann wollen wir auch nochmal gucken. Ist auf der Rückseite von diesem Buch etwas? Nein, nur das Logo. Und was haben wir hier? Ebenfalls nur das Logo. Da versäumt ihr nichts. Ja, noch in die Mitte noch gelegt.
Das war ein kurzer Let's View vom Biohazard 4 Soundtrack Book, Original Soundtrack und Visual Booklet. Das soll es mit dem Resident Evil Let's View gewesen sein. Schaut euch auch die anderen Let's Views dieser Bücher an. Ansonsten freue ich mich über ein Like, ein Kommentar und ja, Abo auch natürlich. Aber vor allem den Kommentar. Sagt mir, was ihr von den Büchern haltet. Was hat euch gefallen? Welches war euer Highlight? Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.